Ja, servus. In der letzten Zeit habe ich ein bisschen meine Wohnung aufgeräumt. Ich habe auch einen kleinen Kasten gekauft und ja, so ein bisschen angefangen, Dinge auszumisten, Dinge zu ordnen und zu schauen, was brauche ich vielleicht nicht. Und ich war oder ich bin eigentlich schon seit längerer Zeit so eher auf dieser Schiene. Minimalismus oder eher weniger Sachen haben, weniger Sachen verwenden. Für mich ist es auch irgendwie ganz, ganz angenehm, wenn zum Beispiel draußen, wenn, also in der Wohnung meine ich jetzt, ja, wenn du draußen nicht viele Dinge siehst, also wenn die Flächen alle wirklich eher frei sind, wenn die Flächen ohne irgendwelche Sachen oben sind, also zum Beispiel brauche ich auch nicht so viel Dekoration oder so. Ich habe das irgendwie gerne alles total schlicht. Und ich habe das irgendwie so jetzt einmal die letzten Tage ein bisschen mir angeschaut und einfach ein bisschen neu geordnet, ein bisschen zumindest. Und ich habe irgendwie etwas sehr Interessantes entdeckt, weil eigentlich kaufe ich nicht so viele Sachen. Ich gehe jetzt nicht einkaufen und, also ich gehe jetzt nicht ins Einkaufszentrum und schaue, was ich alles in meinen Einkaufswagen hauen kann. Also das mache ich nicht. Aber, also ich gebe ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe oder so, oder wenn ich ein gewisses Produkt brauche und da gehe ich zum Beispiel in ein großes Kaufhaus, dann ist es wirklich meistens so, dass ich wirklich mit diesem Produkt dann wieder zur Kasse gehe. Also ich gehe rein, ich sage, ich brauche A, B und vielleicht C und dann gehe ich mit A, B, C wieder zur Kasse. Ich kaufe dann nicht, oh, schön, ah, das will ich auch, das will ich auch. Oh, ne, nice oder so, ja. Das passiert bei mir einfach nicht so oft, aber manchmal schon. Trotzdem ist es voll lustig. Ich habe jetzt aufgeräumt, also aufgeräumt, wie gesagt, neu geordnet und ich habe gesehen, hey, das ist ja voll arg. Ich habe so viel Zeug, das ich nicht brauche. Ich habe trotzdem Zeug, das ich eigentlich nicht brauche. Viel, ja. Also so, in Summe ist es wahrscheinlich viel. Obwohl ich eigentlich eh sehr versuche, bewusst einzukaufen, nur die Sachen zu kaufen, die ich wirklich brauche, wo ich dann wirklich vorher überlege, wofür brauche ich das, was nützt mir das, wie lange kann ich das verwenden? Ich stelle mir diese Fragen eigentlich immer vorher, wenn ich was kaufe. Und trotzdem habe sogar ich lauter Zeug. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach voll lustig. Und das wollte ich einfach teilen, dass das eigentlich irrsinnig komisch ist, dass das so schwer zu vermeiden ist. Wie entsteht das? Ich meine, natürlich kann man das vermeiden. Natürlich kann man das besser machen. Natürlich gibt es da noch Raum zur Verbesserung, aber trotzdem. Aber nochmal zurück zum Thema Minimalismus. Also Minimalismus, wie gesagt, hat ja verschiedene Kategorien oder sagen wir Schattierungen, verschiedene Schattierungen. Es gibt ja ganz, ganz extreme Fälle, wo die Leute quasi nichts im Haus haben, also fast nichts. Und da gibt es auch noch ein bisschen weichere Varianten, ja, von Minimalismus. Also ich bin jetzt sicher keiner, der sagt, ich will das jetzt total extrem und total krass haben. Ich will jetzt eigentlich nur einen Tisch. Nein, gar keinen Tisch. Ich will einfach nur am Boden schlafen. Dann will ich eine Schüssel zum Essen, Wasser und ich weiß nicht, einen Topf zum Kochen, so ungefähr. Und so extrem ist es bei mir nicht. Aber mir geht es wirklich so, dass ich wirklich visuell die Ruhe brauche. Ich brauche einfach Ruhe, wenn ich zu Hause bin. Das muss wirklich auch von den Augen her, von den Eindrücken her wirklich sehr ruhig sein. Einfach nicht so viel Zeug, ja, not so much stuff. Ich mag das einfach nicht. Ich finde, da wäre ich einfach sehr,
sehr fahrig, kann man vielleicht sagen. Sehr fahrig, also so unruhig, genau. Und ich versuche das einfach immer wirklich, immer mehr, immer bewusster zu leben, immer mehr zu leben, dass ich zum Beispiel auch Dinge, wenn ich zum Beispiel eine Verpackung habe, dass ich das dann gleich wegräume, dass ich das dann gleich entweder in den Mistkübel gebe oder wenn etwas in der Küche ist, einfach die Küche aufräumen. Also wirklich so, natürlich nicht immer, aber schon sehr unmittelbar, also wirklich gleich das zu versuchen. Und oft funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber das macht doch nichts. Aber das ist irgendwie so ein bisschen eine Einstellung, weil ich habe das einfach gern so wirklich auch. Wenn die Sachen einfach alle ruhig sind. Ich habe das einfach gern. Also ja, das wollte ich so ein bisschen teilen in diesem kleinen Video.